Wenn wir mit Excel arbeiten, kann es hin und wieder einmal vorkommen, dass die Scrollbalken, also einmal für vertikal und horizontal, hier nicht mehr erscheinen. Dies liegt zum Beispiel an irgendwelchen Tastenkombinationen oder auch, wenn Sie zum Beispiel die Datei von einem Kollegen hatten, der diese Funktion einmal ausgeschaltet hat. Um sich nun die Scrollbalken einmal wiederzuholen, machen wir Folgendes. Wir gehen einmal hier oben links auf Datei. Dann wählen wir unter Mehr einmal die Option aus. Sollte das bei Ihnen hier vielleicht auch schon direkt da stehen, also dann einfach die Option einmal auswählen. Und wir klicken hier in dem Menü, also von dem Fenster Excel-Option, einmal auf Erweitert. Und dann scrollen wir so lange runter, bis wir einmal hier den Part haben, Option für diese Arbeitsmappe anzeigen. Und da können wir jetzt die Häkchen einmal setzen für horizontale Scrollleiste anzeigen und auch die vertikale Scrollleiste anzeigen. Dann bestätigen wir mit OK und dann haben wir hier auch unsere Scrollbalken einmal wieder. Auf die Weise holen sich die Scrollbalken, falls diese verschwunden sein sollten.